Hallöchen, meine kleinen Parasiten, und herzlich willkommen zurück zu Plague Inc. Wir fahren heute einfach mit dem Hauptspiel fort, beziehungsweise fangen an, und zwar mit der Bakterie, denn ich zeige euch erstmal alle Seuchentypen, die wir so auswählen können. Und, wie gesagt, heute die Bakterie. Wir müssen erstmal Gene nehmen, und zwar, ich nehme den Mutationsbonus und den Landbonus und, ja, Trockenbonus und, die Rückentwicklung, ja. Das ist eigentlich alles, was ich nehmen wollte. Und dann klicken wir auf Fortfahren. Wir spielen natürlich auf normal, weil wir voll normal und durchschnittlich sind. Und 67,3% der Menschheit wäscht sich die Hände, Forscher arbeiten 3 Tage pro Woche und Kranke werden ignoriert. Der Name wird Google Plus sein. Mir wurde der Name Google von einem Abonnenten von mir vorgeschlagen. Gerhard, also der Gerhard Snyker, der hat mir gesagt, nimm doch Google. Ich habe mir gedacht, Google ist schön und gut, aber Google Plus nervt mich mehr, also ist es Google Plus. Soll ja eine tödliche Seuche sein. So, deine Wahl Bakterien. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Wähle das Ursprungsland. Mein Ursprungsland wird Indonesien sein. Und da fangen wir auch gleich mal an. Dann haben wir keine Angst mehr um die Inseln. Und los geht's. Das dauert jetzt immer ein bisschen. Ich meine, das ist ja der Anfang und der Anfang braucht Zeit. Ist ja immer so. Das mit denen, das erkläre ich euch gleich. Also, alles gechillt. Wir brauchen erstmal ein bisschen. So, ich glaube, wir können schon auf Übertragung gehen. Hier wenigstens scharfe Viehbestand. Viehbestand, anfällig gegenüber Infektionen. Das ist zum Beispiel in, sagt schon, in ländlichen Regionen sehr gut. Und dann breitet sich das hoffentlich schneller aus. Haben wir schon wieder 10 gesammelt, dann gehen wir doch nochmal auf Mücken. Mücken ist in warmen und feuchten Regionen gut. Feucht. Ja. Warm. Feucht. Um mehr über Land zu erfahren, ja bla bla, anklicken hier. Überfahrt ihr mehr mit Lesen. Was hier steht, ist auch immer dasselbe. Das wird wirklich immer eingeblendet, wenn es euch interessiert. Also das ist mal was anderes. Aber wenn es euch interessiert, könnt ihr es selbst mal anklicken. Jetzt haben wir aber von selbst Husten weiterentwickelt. Ist okay, Husten kann er behalten. Also kann er haben, ist in Ordnung. Und mit 18 gehen wir doch jetzt mal... Also wir sind endlich 18, endlich voll hier. Jetzt gehen wir mal auf Wasser. Also das hilft auch in den feuchten Regionen. Aber es hilft auch, über den Hafen zu verbreiten. Muss ich selbst schon husten? Ich glaube, ich habe die Krankheit auch. Ich habe auch Google Plus. Ich meine, natürlich, ich habe einen YouTube-Account, also muss ich Google Plus haben. Dieser Zwang immer. Furchtbar. Jetzt bekommt man nicht nur einen Account dazu, jetzt bekommt man auch noch eine Krankheit zu seinem YouTube-Account. Ich glaub's ja nicht. Fange ich auch noch mit Husten an. Ist ja voll nervig. Google Plus hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als Tuberkulose. So, gehen wir doch mal Gegenmedikamente vor, damit wir auch in reicheren Ländern eine Chance haben. Anämie haben wir weiterentwickelt, das ist Blutarmut, das ist auch in Ordnung. Google Plus infiziert mehr Länder. Ist es nicht wunderschön? Mehr Menschen als HIV. Yeah! Ich werde jetzt aber noch nicht so viele Menschen töten und quälen, weil man kennt das ja, je mehr man gequält wird, desto mehr versucht man sich dagegen zu wehren. Ich meine, anfangs hatte man Google Plus und es war gut und dann wird man gequält und dann wird gesagt, hey, du musst jetzt Google Plus haben, sonst darfst du nicht auf YouTube. Und dann wehrt man sich ja auch dagegen. Und dann merkt man, dass das keinen Sinn hat und dann ist man ruhig und traurig. Oh, kennt ihr das irgendwie, wenn irgendjemand euer Video kommentiert hat, ne? Und irgendwie euch fragt, könnt ihr mal auf meinen Kanal vorbeischauen und so weiter. Und du denkst dir, ja klar, kannst du mal ein Video reingucken. Klickst du den Namen an. Du kommst nicht auf dein YouTube-Profil. Du kommst auf dein Google-Plus-Profil. Und weil du zu faul bist, nochmal YouTube aufzurufen, nach dem Namen zu suchen und dann rauszusuchen, wer der Typ denn jetzt ist. Das war jetzt Englisch. Keine Ahnung warum. Wer dieser Typ jetzt ist, klickst du dich einfach durch 50 gelikte und kommentierte Videos durch, bis du dein Video findest. Das ist richtig schlimm. Nein, bitte nicht die Olympischen Spiele verschieben. Wir wollen doch zugucken, wir Kranken. Wir Google Plus Kranken. Ist doch voll okay. Google Plus hat das Ausschlagssymptom oder den S-Punkte mutiert.
Das sehe ich auch wieder sehr realistisch. Wenn ich an Google Plus denke, kriege ich auch sofort juckende Haut und Ausschlag. Ah, ich muss mich kratzen. Oh, meine Arme. Deswegen habe ich auch nur blutige Arme. Ja. So, Indonesien sucht nach einem Heilmittel für Google Plus. Es wird keins geben. Indonesien gibt's einfach auf. Ich suche auch schon seit Jahren. Na, okay, seit Monaten. Das war jetzt wesentlich eine ehrliche Zeitangabe. Jetzt geht's aber ab hier. Einen Moment, wir gehen erstmal noch auf Kältewiderstand und nochmal auf Kälte generell und Kälte und verlangsamen die Forschung und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir nämlich auch eine Chance in kalten Regionen. Oh Gott. Wohltätigkeitsorganisation veranstaltet einen Tag der Sensibilisierung für Google Plus. Komm, wir kennen uns alle mit Google Plus aus. Google Plus wurde in die WHO-Beobachtungsliste aufgenommen. Ist wenig gefährlich, ja. Ich zeig dir noch, wie gefährlich ich sein kann. Ohne mich wirst du gar nichts mehr machen können. Feuchte Länder werden durch Erderwärmung noch feuchter. Ganz ehrlich, mein böses Lachen klingt immer wie so eine Ziege, die sich gerade einen runterholt. Mann! Google Plus hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als die gewöhnliche Grippe. Ich höre einfach auf, böse zu lachen. Ich kann's auch eh nicht. So. Ich gehe mal auf Symptom Schwitzen, weil dann können wir uns noch besser verbreiten. Und Übertragung durch die Luft und nochmal über Schiff. Und das ist in Städten gut. Und Schlafstörung. Schlafstörung und Anämie zusammenwirken so gut. Seht ihr ja hier. Wandelnde-Tote-Symptom-Kombo. Schlaflosigkeit und Blutarmut treiben die Menschen dazu, müde umherzuwandeln. Wissenschaftler, die an einem Heilmittel für Google Plus arbeiten, sind weniger produktiv. Ich sagte es euch doch und ihr wolltet mir nicht glauben. Trotz Google Plus werden die Olympischen Spiele bald beginnen. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Nochmal Google Plus stoppen. Dann Symptome. Kann tödlich enden. Ist diesmal in Ordnung. Infektionsrate wird erhöht. Finde ich auch gut. Erster Todesfall durch Google Plus in Argentinien bestätigt. Pech oder der Anfang von etwas Schrecklichem. So, Mexiko schickt Forscher aus. Ja, das weiß ich doch alles. Lungenentzündung. Oh, jetzt sterben sie aber schnell, oder? China ist das erste Land, das die Ausbreitung. Ja, komm. Schaffst du nicht zu verhindern. Wir sind in Grönland einmarschiert. Anarchisten haben in Korea gegen die Regierung eine Attentatserie verübt. Soziale Spannungen nehmen zu. Ich sollte wirklich mal meine Kontaktlinsen aufsetzen. Ich sehe kaum was. Das ist das Schlimme. Da sind wir schon. Hier nochmal drauf und hier drauf. Das Alltagsleben in Korea steht durch Google Plus vor dem Zusammenbruch. Die Forschung nach einem Heilmittel beginnt nur langsam. Ist in Ordnung. Lasst euch Zeit. Ihr habt alle Zeit der Welt. Bis ich euch ausgelöscht habe. Dann habt ihr keine Zeit mehr. Ma! Euch auf mit dem bösen Lachen. Mann, kann mir mal jemand einen Gutschein für so böse Lachenkurse geben? Jemand muss mir mal böse Lachen beibringen. So, jetzt sind sie nach London gereist. Auch gut. Mit ihrer Infektion. Ich kann wirklich nicht böse lachen. Ich kann es jetzt nochmal probieren, aber es hört sich einfach nur blöd an. Wenn es interessiert, was da steht, kann er einfach mal anklicken. Ich lasse es ja immer kurz. Google Plus hat das Lungenödem-Symptom oder so ähnlich. Welt. Oh, alle Länder sind infiziert. Ist ja schön. Ja, dann müssen wir jetzt einfach nur uns zurücklehnen und warten und die Show genießen und nochmal dagegen vorgehen, dass wir so schnell forschen. Bald haben wir die Welt zerstört, du da, die Menschen werden nicht mehr sein, du da day, du da day, du da day. Ja, ich hab die Welt zerstört, du da day. Google Plus weiterentwickeln, um zu töten. Das habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass Google irgendwann so umschaltet und dann der PC mich so anspringt und so, nein, PC, nein! Und dann alle umbringt. Ich bin nicht paranoid, nein, warum fragst du? So, wir haben bald alle infiziert und es würde noch 243 Tage bis zum Abschluss der Forschung dauern. Ich glaube, so viel Zeit haben sie nicht mehr. Die Menschen in Kanada sterben schneller, als infiziert werden. Ja, klappt aber trotzdem. Ist okay. Alle infiziert. Wie viele? Ha, keine gesunden Menschen mehr. Cool. Ha. Mehr Tote als durch Pest. Google Plus ist die Pest.
Die letzte Person, gesunde Person auf diesem Planet, wurde vor kurzem infiziert. Dann müssen wir jetzt einfach nur noch töten. Töten. Du-da-du-da-day. 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 Komm, wir töten Menschen. Oh, du-da-du-da-day. So, wir können die Übertragung zurückentwickeln. Jetzt habe ich die Übertragung so, also das Gen so eingefügt, dass wir bei Übertragung mehr kriegen. Sonst, wenn wir bei Rückentwicklung 2 DNS-Punkte kriegen, wir kriegen jetzt hier 4, das ist das Gute daran. Und wir gehen das nochmal zurück und dann gehen wir auf. Katastrophale Zelltod. Mehrere Gewebetypen führen zu Organversagen, ganzen Körper und raschem Tod. Das ist wirklich mein Liebling, ich liebe das so sehr. Das ist so wunderschön. Weil dadurch sterben sie ganz, ganz schnell. Google Plus hat das hämophile Symptom. Was ist Hämophil jetzt gewesen? Das ist Hämophil. Brauchen wir Hämophil? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber egal. Sterb schneller. Google Plus hat mehr als 120 Millionen Menschen weltweit dahingerafft. Sterb schneller. Neue Statistiken zufolge ist Google Plus die tödlichste Seuche aller Zeiten. So, jetzt können wir langsam den Tod begutachten. Wie lange wollt ihr noch zum Forschen brauchen? 119 Tage. Nee, so viele gebe ich euch nicht mehr. Es wird immer mehr werden, die Tage, weil es gibt immer weniger Forscher. Jetzt sterben sie richtig schön schnell. So hätten sie gleich sterben sollen. Gefällt mir. Da würde ich mal sagen, wir packen nochmal... Was ist das hier? Koma, komm, Koma ist gut. Packen wir noch dazu. Die nicht sterben, die fallen jetzt einfach mal ins Koma. Indonesien versenkt aufgrund von Google Plus als erstes Land in Anarchie. Also Westafrika sieht aber auch nicht mehr so gut aus. Indonesien, hä? Ja, totale Anarchie. Kurz vor Anarchie, chaotische Zustände. Totale Anarchie, kurz vor Anarchie, chaotische Zustände. Das ist halt die Zeit jetzt, wo man sein Werk genießen kann. Wo man sich wirklich durch die Welt klickt und die Bilder der Zerstörung begutachtet. Hier, Kanada, Grönland, totale Anarchie, aber Kanada auch. So, wir haben noch ein paar Punkte, die setzen wir einfach nochmal gegen die Forschung ein. Und, kein tödlich mit diesen 7 Sport. Wer treibt jetzt noch Sport, ganz ehrlich? Wir sind kurz vorm Sterben. Lähmung! Ach, komm. Einfach, damit wir noch einen komplexeren Stamm haben, damit wir noch mehr Punkte kriegen. 64% geheilt? 10 Jahre! Ja, 10 Jahre habt ihr jetzt wirklich nicht mehr. Also, ich lasse ja viel zu, aber 10 Jahre? Wir haben übrigens Peru, Argentinien, Mittelamerika, Grönland, Frankreich, Italien, Zentraleuropa, Türkei... Zentralafrika, Zentralasien, China, Japan und Indonesien ausgelöscht. Das sieht dann ungefähr so aus, sag ich mal. Keine Menschen mehr. Ah, existiert nicht mehr. Schade. Hm, Pech gehabt. Wie sieht's denn in Deutschland so aus? Oh, auch nicht. Oh. Ja, da seht ihr noch ein paar Tote liegen, wenn ihr genau hinguckt. Da ist noch ein Bein. Warum gehen sie auch auf die Straße, um zu sterben? Geht ja mal gar nicht. Das muss ja noch irgendjemand wegräumen. Es ist einfach nur so ein Warten, bis sie wirklich gestorben sind. Das ist immer ein bisschen nervig. Oh, die forschen noch. Wie süß. Ha! Wie viele leben bei euch denn noch? Die 40.000 Menschen forschen echt noch? Ist ja niedlich. Ja, sind sie tot. Google Plus hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen sind sich darüber bewusst, dass sie das Ende der Menschengeschichte miterleben. War das nicht eine schöne, dramatische Stimme? Oh, in diesem Spiel, da kommen wirklich meine... bösen Seiten zum Vorschein. Aber ich hoffe, die Folge hat euch wieder mal gefallen. Und nächstes Mal gehen wir auf den Virus. Oh mein Gott, der Virus. Ich suche noch Namen für einen Virus. Schreibt's in die Kommentare. Und der Sieg, Google Plus hat erfolgreich alles Leben auf der Welt ausgelöscht. Ach, wir haben 822 Tage gebraucht. Der Genkomplexität ist komplex. Heil mit der Forschung 64. Es ist das Hauptspiel. Wir haben eine Bakterie und auf normal gespielt. Yeah. Woo. Kann ich meine Bakterie namens Google Plus hat die Welt zerstört auf Google Plus teilen? Das würde ich gerne mal sehen. Also, das wäre cool. Was ist das hier? Zurück? Achso, dann wieder zurück darauf anfangen, oder wie? Naja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!